Weiter geht's bei Medieval Dynasty und hier wohnen sie, die beiden Herzensdamen unseres Dorfs. Und die eine hat nichts zu trinken und das ist tatsächlich ein Problem, denn ich habe mich übrigens in der Zwischenzeit nochmal gewaschen und mich hingelegt und die gute Dame hat nichts zu trinken. Und wir haben ein riesiges Problem. Dieser Sommer ist unheimlich krass. 60% mehr Wasserverbrauch, 10% mehr Ausdauer. Und das bedeutet, Vishbora, wir müssen dringend mit ihr reden. Ihr seht, minus 10%. Und goodbye, mein Schatz. Und das bedeutet, dass wir jetzt uns ganz dringend ums Thema Wasser kümmern müssen. So, das ist die gute Tibalda. Und die Dame wollen wir jetzt mal ansprechen. Wie geht's dir, meine Schöne? Wenn du nicht da bist, fühle ich mich völlig unvollkommen. Oh, ist das nicht toll? So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Oh, du machst... Oh, ist das toll. Och, guckt euch das... Oh, nein, wie toll. Juhu! Oh nein, ist das toll. Ein Erbe sichert den Fortbestand deiner Dynastie. Nachdem du deine Frau beschlossen haben, Nachwuchs zu bekommen, wird sie dir einen Sohn zur Welt bringen. In den ersten zwei Lebensjahren kümmert sich die Mutter um das Kind. In diesem Zeitraum kann sie nicht arbeiten. Okay. Gut. Ach, Tibalda, mein Schatz. Hallo. Ah, ist das schön. Das freut mich zutiefst. So, jetzt hat sie natürlich auch ein paar Problemchen. Ja? Also, wir müssen jetzt erstmal gucken. Jetzt könnten wir... Den Eimer. Also wir machen erstmal alles hier raus. Bums. Bums. Und bums. So. Das müssen wir bei uns reinpacken. Und sie bekommt jetzt, mein Mäuschen, du bekommst einmal den Eimer mit Wasser. Beziehungsweise, ja komm, doch, machen wir so. So. Dann hat sie erstmal Wasser. Und in das Haus müssen wir jetzt Brennholz packen. Zack. Und hier muss natürlich auch ein Eimer mit Wasser rein. Zupf. So. Ja, das passt. Das packen wir damit rein. Genau. Und dann würde ich sagen, genehmigen wir uns erstmal... zum Frühstück ein leckeres Stück gebratenes Fleisch. Ihr seht, das hat nur noch 25%. Das heißt, das gibt ein bisschen Vergiftung. Da müssen wir also durchaus ein bisschen aufpassen jetzt. Aber das will ich auf keinen Fall vergammeln lassen. Echt, der Kohl ist schon fertig? Nein! Wie cool ist das denn? Okay, dann sollten wir definitiv eine Scheune oder sowas in die Richtung bauen. Ich... Gucken mal, was wir Schönes haben. Feldschuppen? Nein. Wir brauchen auf jeden Fall... Ja. Auf jeden Fall eine Scheune. Das würde ich ungern... Das würde ich wirklich ungern hier hinpacken. So, ich zeige euch mal meinen grundsätzlichen Plan. Ich würde hier vorne gerne so eine Art Dorfzentrum hinstellen. Und das Ganze wirklich hier durch die Scheune, die sich hier befindet... würde ich das gerne abgrenzen, sodass die Felder weitergehen in diese Richtung und das Dorf sich dann in dem Bereich weiter erstreckt. Und mal gucken, ob das am Ende eine total geniale oder doofe Idee ist. Aber zumindest würde ich gerne die Scheune ja, im Prinzip genau ja, genau dahin. Genau. Zack. So. Und das müssen wir dann erstmal fertig machen. Und dann müssen wir eigentlich auch noch Dinge produzieren. Wir brauchen halt auch noch einen Wassereimer für uns selbst oder für unsere Angetraute. Die säuft jetzt natürlich den ganzen Tag Alkohol. Das ist natürlich auch irgendwie uncool. Aber okay. So, jetzt bauen wir erstmal den Schuppen fertig, sammeln den Kohl ab. Und dann machen wir erstmal das. So, Steinchen haben wir keine mehr. Und jetzt müssen wir einmal kurz gucken... Wie sieht es denn überhaupt bei unserer Dame? Oh, ist das toll. Weil sie arbeitet, ist das toll. Ja, das freut mich zutiefst. Das ist eine richtig coole Sache. Wie sieht es bei ihr aus?
Da gibt es auch Unmengen Fleisch, Leder, Pelze, Steinpfeile. Trockenfleisch haben wir. Sehr schön. Das müssten wir im Prinzip mal verarbeiten. Da können wir Süppchen draus machen. Ja. Das ist richtig cool. Dann können, die Süppchen können wir auch verkaufen. Das bringt uns noch mehr Geld. Das ist gut. Also das müssen wir eigentlich in der heutigen Folge auch noch machen. Aber jetzt hören wir mal auf zu quatschen und fangen erstmal an zu arbeiten. Wo haben wir denn Steine? Hier hinten war es, glaube ich, ne? Haben wir nicht irgendwo Steine? Also da sind welche. Echt nicht mehr Steinvorkommen? Ein Gänseblümchen. Ja. Eine Distel. Oh, die können wir auch sammeln. Die sind erstaunlicherweise selten. Bei mir im Garten übrigens eher weniger. Ich finde es schade, dass wir hier so wenig Steine haben tatsächlich. Was haben wir hier? Felsen. Da ist was. Da haben wir noch ein bisschen Stein. So, ein Kalkstein. Oh, sehr schön. So, nochmal zwei Steinchen. Und da haben wir, glaube ich. Ne, da ist nichts mehr. Nun gut. Da müssen wir tatsächlich mal gucken, dass wir hier noch ein paar Steinchen finden. Ein paar brauchen wir nämlich noch für das Teil. Das ist da. Das sind Zweige. Das ist da. Breitwegerich. Hier liegen noch welche rum. Zack. Den nehmen wir mit. Und. Ah, hier ist es. Nee, das ist das Haus. So, Schmarrn. Wie viel brauchen wir dafür? Doch, das müsste reichen. Nee, einer fehlt noch, verdammt. So. Ein Steinchen wird sich doch hier wohl noch finden lassen. Irgendwo. Der Kohl ist bereits fertig. Tja. Ein Stein. Ja, ich will wirklich im Deutschen bleiben. Ausdauer zu niedrig. Gibt es doch wohl nicht. Er wird doch wohl irgendwo noch einen Stein geben. Einen Stock. Ja, den nehme ich auch mit. Da war einer. Haha. Den brauchen wir. Dann machen wir erstmal das Fundament fertig. Und dann gucken wir mal, ob unsere gute neue Dame schon ein bisschen was bekommen hat. Wir brauchen 10 Holzstämme. Schauen wir mal. Ansonsten holen wir uns die auch selbst. Wow. Holzstämme, 11 Stück. Heidewitzka. Nehmen wir mal alles mit. Und wir tragen viel zu. Gott, wir können es kaum noch bewegen, ey. Okay. Alternativ würde ich überlegen, noch ein bisschen weniger mitzunehmen. Und wir könnten auch in die Schmiede ein paar Speere ablegen. Den und den. Können wir machen das? Die Kalksteine machen wir da auch noch rein, obwohl die Steine hatten wir da vorne hingelegt. Entschuldigt bitte, das will ich jetzt einmal ein bisschen sortieren. Die Steine hatten wir jetzt dort mit reingelegt. Einmal da rein, bitte. Ja. Passt. So, gut. Dann bauen wir uns das erstmal auf. Ich würde sagen, unterwegs trinken wir noch einen Schluck Wasser. Und dann müssen wir echt zusehen, dass wir ans Eimerbauen kommen. Denn wir brauchen unbedingt noch einen zusätzlichen, wir brauchen unbedingt Geld und einen Eimer. So. Einmal die bitte.
Dann gehen wir mal wieder zurück und holen uns die nächsten Holzstämme. Und dann können wir eigentlich die Stöcke auch gleich mitnehmen. So, die bitte und... weiß ich nicht. 60. Ja, passt. So, gut. Das haben wir auch. Und dann beginnt es mit dem Innenausbau. Haben wir. Da fehlen uns Holzstämme, die können wir uns auch gleich holen. Boah, sollen wir mal zu Atem kommen hier. Das ist echt eine ganz schön anstrengende Arbeit. So. Sehr schön. Da brauchen wir Holzstämme für und Stroh. Und was brauchen wir dafür? Auch noch 3 Holzstämme. Auch, das ist ja der Wahnsinn. Also brauchen wir eine ganze Menge für. Dann machen wir da weiter. So, das hätten wir. Und jetzt fehlt uns wahrscheinlich auch noch genau ein Stock, das ist ja ärgerlich. Ja, aber ist nicht so schlimm. Wir müssen sonst so gleich in den Wald gehen und uns Bäume fällen. Gut. Dann gehen wir mal mit unserer Axt in den Wald. Jetzt renne ich hier darüber. Was machst du? Ein Wildschwein. Oh. Da will ich nicht stören. Aber ich möchte gerne den hier hinten haben. Den Ahorn. Der gibt nämlich ordentlich Holz. So, das nehmen wir mit. Dann nehmen wir uns am besten den Stumpf auch noch mit. So, eine Tollkirsche. Die ist gut. Da können wir hinterher, wenn wir den Kräutersammel haben, auch eine ganze Menge draus machen. Aber ich denke, für den Moment reicht es so, wie wir es haben. Gut, das haben wir auch. Guck mal, wo die hinfällt, in die Richtung. So, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt sind wir maximal überladen. Und damit uns diese Zeit nicht zu lange vorkommt, sehen wir uns gleich am Haus wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt bauen wir hier erstmal weiter. Zack, zack, zack. Na? Und schon wieder keine Sachen. Ich fasse es nicht. Nun gut, dann holen wir uns weitere Baumstämme. Ich denke, 3 Birken sollten hoffentlich erstmal reichen. So, das ist der erste, der zweite. Die fällt in die Richtung. Jetzt habe ich tatsächlich überhaupt nicht geguckt, ob hier irgendwo ein Tier langläuft. Nein, tut's nicht. So, das sollte passen. Dann gucken wir mal, dass wir das damit jetzt hoffentlich fertigstellen können. Das Teil. Dann müssen wir unser Zeug abgeben, dann ernten wir den Kohl und dann können wir in den nächsten Folgen lecker Kohlsüppchen machen. So, da haben wir Stroh. Ein Stamm.
da einer und dann müssen wir noch Stroh haben. Oh, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir genug Stroh haben. Das gucken wir mal. Also wir brauchen bestimmt so 50 Stück, brauchen wir bestimmt. Was hat sie schon wieder gesammelt? Ja, Heidewitzka, schon wieder 7 Stück? Boah. Ei, oh mei, die Dame ist aber gut drauf, ey. Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal, Stroh 60 sollte reichen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, irgendjemand hat ein Problem. Ist bei dir wieder alles voll, oder? Nee. Ah, okay. Ja, ja, ich sehe schon. Sie hat kein Messer mehr. Okay. Ja, 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 ja. Das kriegen wir hin. 2 Steine habe ich. Dann machen wir erstmal, würde ich sagen, ein Messer. So. Das Messer kriegt sie. Dann sollte zumindest das Problem beseitigt sein. Und dann können wir jetzt dort vorne weiterbauen. Und wenn das fertig ist, sammeln wir den Kohl ein. Dann gehen wir ins andere Dörfchen, bauen uns erstmal die Fiolen, gehen ins andere Dörfchen, verkaufen die. Nein! Wir haben... Nein! Das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Ja, jetzt... Ja, jetzt ist alles kaputt gegangen auch noch. Gut, dann holen wir uns noch ein Hämmerchen. Meine Güte, ey. So, jetzt buddeln wir diese Birkenstümpfe hier aus. Kann wohl nicht wahr sein. Daneben. So, gut. Mit unserer Geliebten sollten wir heute auch nochmal sprechen. Wir sind hier den ganzen Tag hart am Arbeiten. Sie jagt Wildschweine. Und so, mal gucken, dass wir einmal am Tag zumindest mal ein bisschen mit ihr quatschen. Jetzt packen wir uns mal den neuen Holzhammer. Nein, den haben wir noch nicht. Da rein. So. Weiter geht's. Einmal das fertig bauen, bitte. Zack. Dann fehlt da noch tatsächlich sogar ein Holzstamm. Einmal da bitte. Und einmal die Seite. Gut, dann haben wir's. Dann sind wir fertig. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Und dann haben wir unsere Scheune. So, dann machen wir mal die Truhe auf. 250 Kilo. Da geht eine Menge rein. Da können wir jetzt dieses ganze Zeug mal reinpacken. Das können wir da reinpacken. Das einfache Säckchen brauchen wir auch gerade nicht. Das gebratene Fleisch, da müssten wir möglicherweise was mitmachen. Die Holzschalen, die Kohlsamen auch bitte. Weizen auch bitte. Und der Stroh kommt auch da jetzt rein. So. Gut. Wunderbar. Das ist doch sehr schön. Jetzt können wir, würde ich sagen, diesen Kohl sammeln hier. Jawohl. Das gefällt mir. Daraus machen wir uns dann Kohlsüppchen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das vielleicht sogar machen können. Mit gebratenem Fleisch. Jetzt trage ich zu viel. Wir haben 90 Kohl bekommen. Top. Dünger fehlt uns. Das können wir eigentlich auch gleich kaufen. Das war das falsche Haus. Das tut mir jetzt echt... Also das tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid. So. Können wir ein Kohlsüppchen machen? Ein Brei will ich nicht. Ich möchte gerne ein Kohlsüppchen machen. Ah, geht nur aus Salzfleisch. Ich möchte jetzt eigentlich dieses Fleisch ungerne wegschütten. Aber ich habe so das Gefühl, dass uns da echt nichts anderes übrig bleibt. Ja gut. Dann ist es so.
Packen wir den Kohl erstmal hier rein. Damit machen wir Kohlsamen 23. Das sieht auch gut aus. Damit können wir dann wieder neuen Kohl anpflanzen. Ja, wir sollten wirklich gucken, dass wir dieses gebratene Fleisch jetzt hier Stückchen für Stückchen aufessen. Das gibt ein bisschen Vergiftung. Wir gehen mal auf 66% Vergiftung hoch. Das ist natürlich jetzt voll uncool, aber ja, es anders geht es jetzt tatsächlich mal nicht. So, also einmal trinken und dann kümmern wir uns jetzt einmal ums Thema Essen. Jetzt haben wir dort ein Problem. Ich vermute, sie hat keine Messer mehr. Ja, Technologie haben wir auch eine ganze Menge. Jetzt gehen wir mal in die Häuser. Werkzeuge, Messer, ne? Oder der Holzschuppen. Wir gucken mal. Ja, das werden wieder die Messer sein. Das brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt die Frage, was wir zuerst machen. Wir machen ihr erstmal Messer. Oder ist das einfach voll? Nee, voll ist es nicht. Sie braucht einfach Messer. Okay, dann würde ich sagen, machen wir zuerst Messer. Dann stellen wir uns die Filiolen her. Dann suchen wir uns jetzt mal, ich würde sagen, so 3, 4, 5 Steinchen wieder. Dann stellen wir die Filiolen her. Und danach gehen wir ins Dörfchen und holen uns ein bisschen Dünger. So, Stock und Stein. Da sind noch mehr Steinchen. Ich denke mal, wir sollten gucken, dass wir vielleicht so auf 6 oder so kommen. Ist hier irgendwo Felsen hier am Rand? Was ist denn mit der Formation hier? Das ist echt keine Felsen. Das ist ja doof. Aber hier gibt es Steinchen. So. Stein, was haben wir noch da? Da sind noch welche. Und da auch. Nee, ich will den Stein haben. Genau. Gut, haben wir das auch. Dann gehen wir mal zurück. Machen bitte einmal die Messer. Die kriegt sie dann. Und danach kümmern wir uns um den Rest. So, einmal Messer bitte. So. Gut, haben wir das auch. Die packen wir hier rein. Dann müssen wir noch einmal ein bisschen sortieren. Und sie hat aber ist aber immer noch. Ah, das ist auch voll. Ja, okay. Das Brennholz können wir aber auch direkt verteilen. Das ist kein Problem. Den Holzstamm packen wir auch rein. Die Stöcker packen wir auch raus. Und den Rest, den müssen wir ja auch gleich hier arbeiten. So, das heißt, sie braucht Brennholz. Zack. Dann brauchen wir da hinten ein bisschen Brennholz. Und hier müssen wir vor allen Dingen gucken, dass wir mal unser ganzes Schnapsnehmer rauspacken. Ansonsten süffelt die jetzt wirklich mal unseren ganzen Schnaps aus, ne? Das wäre natürlich extrem uncool. Die Holzschalen, Holzschaufel, Holzteller, ja, das brauchen wir auch, um dann hinterher das Essen zu produzieren. Okay. Gut. Ja, das haben wir. Gut, also. Jetzt will ich aber nochmal, komm jetzt, bevor, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dann räumen wir jetzt ein bisschen auf hier. Disteln, gebratenes Fleisch, hat sie noch 2, Gänseblümchen, Hopfen, Johanniskraut, Löwenzahn, Metflasche, Verdorbenes, oh nein, was ist das denn? Ein Dünger können wir damit herstellen. Das ist natürlich super. Dann nehmen wir das auch mit. Weizen auch. So. Ja.
Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir bitte einmal den ganzen Kram dort reinpacken. Dass wir hier so ein bisschen Struktur mal reinkriegen. Die Fackel brauchen wir nicht. Das gebratene Fleisch essen wir. Das Gänseblümchen hatte ich jetzt nicht vor zu essen. Hopfen auch nicht. Johanniskraut auch nicht. Löwenzahn auch nicht. So, Wegwarte auch nicht. Weizen auch nicht. Verdorbenes kommt auch. Moment, nee, da will ich erstmal gucken, ob ich hier wirklich aus dem Verdorbenen Dünger herstellen kann. Ja, mega. Oh, das ist ja cool. Wir können uns sogar den eigenen Dünger herstellen. Oh, sehr, sehr, sehr cool. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt nicht mal Dünger kaufen. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Okay. Mahlstein, Dreschboden, top. Also, jetzt gehen wir einmal hierher. Und wenn wir gerade dabei sind, will ich hier auch direkt den Weg lang zimmern. Dass wir hier einmal wissen, hier geht das lang. So. Dann gehen wir mit unserem Weg da lang. So. Und das Ding hier, dieser Bereich, das wird jetzt unser zentraler Punkt, wo wir uns dann treffen werden. Da wird es dann ein paar Möglichkeiten geben zum Sitzen und vielleicht noch ein anderes Gebäude. Das müssen wir dann mal sehen. Jetzt werden wir aber erstmal die gute Dame unterstützen. Wir brauchen nämlich Holzstämme, genau. Moment, jetzt müssen wir einmal was prüfen. Die Filiolen. Da brauchen wir ein Brett für 10 Filiolen. Okay. Und wir können herstellen. Mäuschen, werte Dame, ich müsste da mal ran. Hallo. Geh doch mal zur Seite. Ja, Arbeitsplatz freimachen. Darf ich dich mal... Ja, darf ich dich mal sehen? So. 2 Bretter aus einem Holzstamm. Dann nehmen wir uns mal... Nehmen wir uns mal 6 mit. Es tut mir leid, aber ich muss tatsächlich jetzt mal diese Bretter herstellen. Auf geht's. So, das haben wir. Dann würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, machen wir noch 2 weitere Bretter. Und danach machen wir die Filiolen. Und dann gehen wir auch heute nicht mehr ins Nebendorf. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber ich denke auch heute... So, es tut mir leid. Du kannst wieder ran, meine Beste. Tut mir ganz schrecklich leid. Ja, weiß ich nicht. Unterhalten. Was beschäftigt dich so? Ich hasse es, wenn das Wetter meine Arbeit behindert. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist in der Tat doof. Okay, gut, dann bauen wir mal die Filiolen. Einmal bitte 160 Stück produzieren. So, und dann haben wir sie. Da sind unsere hölzernen Filiolen im Inventar. Jetzt essen wir erst noch mal ein bisschen was von unserem verdorbenen Fleisch. Das letzte essen wir jetzt auch noch. Jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen aufpassen, damit wir nicht tot umfallen. Jetzt trinkt man noch einen Schluck. Und dann würde ich sagen, ist es im Prinzip auch gut für heute. Und in der nächsten Folge gehen wir dann einmal rüber, besorgen uns Geld. Und dann müssen wir ganz dringend in der Technologie. Und ich zeige euch das mal. Also diese Baumstümpfe will ich natürlich haben. Und solche Sachen, ja, oder auch ein Tisch und eine Bank, dass wir hier mal sitzen können. Grabungsschuppen, solche Sachen, Blumentöpfe, Standfackeln, das sieht alles ganz cool aus. Jagdhütte im Bogen will ich gerne bauen, aber das ist einem noch nicht gar nicht so wichtig. In der Scheune können wir Mehl und Turmbewurf irgendwann machen. Turmbewurf ist auch wichtig für die Heizung hinterher. Feldschuppen auch. Und
Das ist am Ende des wichtig. Den Eimer müssen wir haben, damit wir dann auch Leute einstellen können. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir eventuell jemanden finden für den Brunnen, wenn wir den Eimer haben. Dann müssen wir uns um Brennholz nicht mehr kümmern. Dann müssen wir uns ums Wasser nicht mehr kümmern. Das sieht doch alles in allem sehr gut aus. Jetzt gehen wir nochmal auf die Verwaltung. Und wir sehen uns, wir können noch zwei Gebäude bauen. Und Wasserbedarf, Nahrung sieht noch nicht so gut aus, aber ich meine, wir waren bei 56 oder 58, was sie produziert, ist ein bisschen wenig, aber zusammen mit dem Feld sieht es dann erstmal gut aus. So, dann gucken wir uns das an. Wir haben einen landwirtschaftlichen Punkt. Dann würde ich sagen, Landwirtschaft machen wir momentan, genau, erstmal selbst. Deswegen boosten wir das Thema. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von A Medieval Dynasty. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.